Hallo, ja, ich bin auch am nächsten Tag wieder unterwegs, auch wenn gestern so eine harte Tour war. Ich bin ja zum Radfahren hier. Ja, ich bin hier schon hoch von Mittenwald aus hier wieder auf die Buckelwiesen gefahren und meine Tour geht heute ins Estergebirge, was da liegt. Aber es wird nicht so eine harte Tour werden wie gestern, sondern nur so eine kleine Talfahrt zu Klein Alm hin und dann rüber nach Garmisch und dann wieder zurück nach Mittenwald. Es ist nicht so weit. Und Gewitter sind heute auch angesagt. Also falls das gewittert, kann ich in Garmisch noch im Zug einsteigen und zurück nach Mittenwald fahren. Aber ich hoffe, dass das Wetter hält und dass ich ein paar schöne Bilder hinkriege. Also viel Spaß dabei. Jetzt geht's von den Buckelwiesen hier runter. Runter nach Krün und dann geht das da rein ins Tal. Ja, grün habe ich bloß so ein bisschen gestreift. Dafür bin ich jetzt am Barmsee. Echt klasse hier, Wahnsinn. Das muss ich echt mal wieder Wahnsinn sagen. Grandios. Ach, ihr wollt es ja bestimmt auch sehen. Das war's wohl auch. Erstmal so ein paar Aussichten, jetzt geht's mehr durch den Wald. Da war man jetzt, mach ja auch nicht mehr alleine, da trudeln jetzt nur so langsam welche ein. Hier sind die Zwischenziele angeschrieben. Die Finsbachalm zuerst und dann weiter zur Esterbergalm. Eigentlich relativ einfach. Sehr weit hoch geht's nicht, aber hoch geht's schon. Aber trotzdem easy heute. Finsalm hat heute geschlossen. Auch egal. Muss heute mich sowieso beeilen. Einkehren will ich eh nicht. Aber die Esterbergalm wird bestimmt auf sein. Aber die ist hier noch nicht angeschlagen.
Jetzt bin ich hier bei der Abzweigung Wallgauer und Grüner Alm. Ja, die hatte ich eigentlich mal mit eingeplant bei dieser Tour, aber nach dem gestrigen Tag und der heutigen Gewitterneigung lasse ich das mal außen vor. Ach, die Finsalm ist aber auch nicht mehr weit. Zu Fuß 20 Minuten, mit Rad wird das noch viel kürzer sein. Jetzt bin ich an der Finsalm. Ja, ziemlich nagelneu, aber kein Betrieb heute. Oder erstmal nicht. Aber es sieht immer schön aus, so ein frisches neues Holz. Oh, jetzt ein schöner Streckenabschnitt von der Finsalm. Geht nur so ein Pfad, so ein Trail. Eigentlich gut zu fahren. Ja, ein, zwei Stellen waren da. War doch ein bisschen blockig und felsig. Aber echt schön. Oh, jetzt komme ich auch gleich wieder auf den Wirtschaftsweg. Der wird auch gleich wieder alles einfacher. Boah, das war die Steigung auf einmal. 16% mehr wie gestern. Boah, einen einzelnen Tropfen habe ich schon abgekriegt. Aber ich hoffe, es hält noch. Ein bisschen grau ist es ja schon. Oh, der Weg war gerade auch wieder nicht ganz einfach. Hier ganz schön schottrig und grobe Steine. Oh, ein bisschen fängt das an zu regnen, aber ich glaube, das ist noch nicht doll. Da ziehe ich noch keine Radklamotten an. Ich bin eh nass im Moment vom Schweiß. Das war ja mal rechtzeitig erreicht. Boah. Hier kann man noch schön den Regen abwarten.
Na, das würde ich auch mal sagen, gut abgepasst. Jetzt bleibt es erstmal trocken, schätze ich mal, erstmal ein bisschen. Aber nichts wie ab ins Tal nach Garmisch. Mann, das ist aber verstammt steil hier runter. Ich bin froh, dass ich hier nicht hochgefahren bin, dass ich so rumgefahren bin, wie ich jetzt gefahren bin. Boah, das geht so weiter. Oh, und schon fängt es wieder an zu regnen. Obwohl in Garmisch unten die Sonne scheint. Jetzt unten in Garmisch, aber eigentlich hat man hier eine Traumkulisse, aber jetzt alles dicht und es wird auch nicht besser werden, glaube ich. Eigentlich könnte ich auch zum Bahnhof, aber ich ziehe das jetzt voll durch. Regenklamotten habe ich mit. Boah, ein ekliger Berg hier an der Bundesstraße. 4-5% andauernd, schon über Kilometer. Und man will doch eigentlich weg von dem Regen. Aber man ist so langsam. Ich glaube, es ist aber auch noch nicht zu Ende. So, ich habe jetzt die Regenklamotten angezogen, vollkommen. Das wird wohl so beibleiben bis Mittenwald. War nicht schlimm, Hauptsache man muss nicht mehr viel bergauf, weil da schützt man sich bald zu Tode in Regenklamotten. Ja, besser wird es auf jeden Fall nicht, es grollt schon so ein bisschen. Nichts Starkes und es sind auch keine 9 Kilometer mehr bis Mittenwald.
wieder bei der Ferienwohnung angekommen. Ja, jetzt regnet es sich ordentlich ein, aber zum Glück. Die dicken Gewitter, die Blitz und Donner, das war mir immer weit weg, also alles gut. War doch eine schöne Runde. 5 Stunden, 48 Kilometer, viele Höhenmeter, viel Landschaft wieder gesehen. War doch wieder ganz toll. Ja, ich hoffe, es hat trotzdem gefallen bei diesem Schlechtwetter-Video. Dann bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Anschauen. Moin Moin. Oder wie man hier sagt, Servus.